Im Buch Markus ist alles Leben Jesu kraftvoll und schnell. Alles geschieht sofort, auf einmal. Jesus ist gerade auf beeindruckende Weise von Johannes getauft worden. Mal sehen, was als nächstes passiert. Und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Und er war 40 Tage dort in der Wüste und wurde von dem Satan versucht. Und er war bei den wilden Tieren und die Engel dienten ihm. In einem Moment wird Jesus getauft und hört die Stimme des Vaters, der ihm bestätigt, dass er sein geliebter Sohn ist. Im nächsten Moment sagt Markus, und sogleich treibt ihn der Geist in die Wüste hinaus. Diese beiden Begriffe scheinen nicht zusammenzupassen. In ähnlicher Weise berichtet Markus, dass Jesus in der Wüste war bei den wilden Tieren und mit den Engeln. Aber das ist nicht das, worauf Markus uns aufmerksam machen will. Was will uns Markus hier also sagen? Nun, er will uns etwas darüber sagen, was es bedeutet, ein Diener Gottes in dieser Welt zu sein. Manchmal denken wir, wenn man sich entscheidet, Gott zu dienen, wird plötzlich alles leichter und angenehmer. Aber Markus sagt uns, dass Jesus, als er getauft wurde, der Geist ihn sofort in die Wüste schickte. Er sagt dir, dass der Geist dich, wenn du dich entscheidest, Gott zu dienen, in die Wüste schicken wird, um im Namen Gottes zu kämpfen. Du wirst in Schwierigkeiten geraten. Du wirst in der Wildernis mit den wilden Tieren sein. Aber die Kehrseite ist, dass du wie Jesus mit den Engeln wandeln wirst. Das christliche Leben hat immer diese beiden Seiten, die Tiere und die Engel. Mühe und Freude, Konflikt und Frieden. Denk darüber nach, was du von deinem christlichen Leben erwartest. Stimmt es mit den Erfahrungen Jesu überein?